Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, uns reichlich von seinen Gunstgaben zu gewähren. Denn wahrlich, von den Gunstgaben Allah subhanahu wa ta'ala ist es, dass er uns die Möglichkeiten vereinfachte, unsere guten Taten zu vermehren und unsere Sünden zu vergeben. Und von diesen Gunstgaben sind die ersten 10 Tage vom Monat Dhul-Hijjah. Und dieser Monat hat mit diesem Gebet begonnen. Yani mit Sonnenuntergang hat dieser Monat begonnen. Dhul-Hijjah. Und als Erinnerung und als Ermahnung und als Ratschlag bezüglich diesen gesegneten Tagen übersetzen wir einige Worte von Sheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi, welche er vor einem Jahr ungefähr in einem Telelink für diese Moschee machte. Und zwar sagte der Sheikh, nachdem er Allah lobte und den Segen und Friedensspruch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam aussprach: Es gibt keinen Zweifel, dass wir uns in einer gewaltigen Jahreszeit befinden. Diese Jahreszeit ist die Jahreszeit des Gehorsams und der Anbetung und der Vervielfachung der guten Taten. So soll der Muslim, der auf seine Zeit und seinen Gehorsam zu Allah achtet, so soll er erst recht danach bestrebt sein an diesen Tagen. Denn es ist die Zeit der Sühne der Sünden. Die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah, die besten Tage bei Allah. Die Texte des Korans und der Sunna verdeutlichen ihren ehrenwerten Vorzug und ihre hohe Stellung. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß beim Morgengrauen und bei den 10 Nächten. Die Gelehrten sagten, dies sind die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Und ebenfalls in der Aussage des Erhabenen, in der er sinngemäß sagte, auf dass sie allerlei Vorteile wahrnehmen und während einer bekannten Anzahl von Tagen des Namens Allahs für das gedenken mögen, was er ihnen an Vieh gab. Die Gelehrten sagten, die erwähnten bekannte Anzahl von Tagen im Vers von Surat al-Hajj sind die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Ebenfalls wurde in der Sunna von Hadith ibn Abbas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt keine bessere Tat, es gibt keine besseren Taten als in diesen 10 Tagen. Sie sagten, nicht mal der Dschihad auf dem Weg Allahs, er sagte nicht mal der Dschihad, außer ein Mann, der ausrückt und sich selbst und seinen Besitz in Gefahr brachte und dann mit nichts davon zurückkam. Die Gelehrten sagten, das heißt, er rückte aus und stürzte sich und seinen Besitz für den Dschihad auf dem Wege Allahs ins Verderben. Und diese Person ist dann, hat eine größere und eine gewaltigere Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Der Muslim soll also sehr bestrebt sein, in diesen Tagen den Koran zu lesen und über ihn nachzusinnen, sowie den allgemeinen Takbir zu Hause im Markt zu sagen. Genauso soll er sich um die freiwilligen Taten und die Gebete und das Nachtgebet bemühen. Er soll vermehrt Bittgebete sprechen, dass Allah sich dieser Umma erbarmt und die Not, die auf sie kam, entfernt. Er soll für die Allgemeinheit, sich speziell, seine Familie und seine Kinder Bittgebete machen. Denn diese Tage sind gesegnet. Ebenfalls soll er diese 9 Tage bis zum Tag von Arafah versuchen zu fasten. Denn dies gehört ohne Zweifel zu den rechtschaffenen Taten, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns Kunde gab. Und dafür erteilten die Gefährten, Allahs Wohlgefallen auf ihnen, die Rechtsurteile. Im Musannaf von Abd al-Razzaq wurde überliefert, dass ein Mann, Abu Huraira radiallahu anhu, über das Nachfasten
der Tage des Ramadans in den 10 Tagen von Dhul-Hijjah fragte. So sagte er, ich möchte freiwillig fasten. So befahl ihm Abu Huraira, radiallahu anhu, mit der Pflicht zu beginnen, indem er sagte, beginne mit dem Recht Allahs, danach faste freiwillig, wie du willst. Der Sheikh sagte, dies ist ein kurzer Ratschlag an mich und meine Brüder, damit wir uns so bemühen, wie die Salaf sich bemühten, die ihre rechtschaffenen Taten vermehrten und sich anstrengten, Allah näher zu kommen. Danach sprach der Sheikh über die Weisheit für die Gesetzmäßigkeit des Opferns am Eid. Er sagte, was die Weisheit für die Gesetzmäßigkeit des Opferns anbelangt, so gibt es keinen Zweifel, dass dies von der Sunna Ibrahims a.s. ist, dessen Religion uns anbefohlen wurde, zu befolgen. Ebenso ist von der Weisheit die Bereicherung der Familie, der Bedürftigen und der Verwandten. Denn wenn du Allah mit diesem Opfertier näher kommst, bereicherst du dich, schenkst und spendest davon und bewahrst davon auf. Auch ist von der Weisheit die Bestrebtheit, der Sunna zu folgen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war bestrebt, diese Sunna zu praktizieren und pflegte zu opfern. Deshalb sagte Allah im Koran sinngemäß, während er diesen gewaltigen Ritus und dieses Wahrzeichen Allahs klarstellte, und die Opferkamele haben wir für euch zu Wahrzeichen Allahs gemacht. An ihnen habt ihr etwas Gutes, so sprecht den Namen Allahs über sie aus, wenn sie mit gebundenen Beinen dastehen. Wenn sie nun auf die Seite umgefallen sind, dann esst davon und gebt dem Bescheidenen und dem Fordernden Armen zu essen. So haben wir sie für euch dienstbar gemacht, auf dass ihr dankbar sein möget. Weder ihr Fleisch noch ihr Blut werden Allah erreichen, aber ihn erreicht die Gottesfurcht von euch. In diesen gewaltigen Versen teilt Allah uns mit, dass dieses Schlachten der Opfertiere, dass dieses Schlachten von den Wahrzeichen Allahs und seiner Religion ist. Warum verrichtet der Gläubige dies? Er nähert sich damit Allah. Ebenfalls nannte Allah das Gute bezüglich den Nutzen, wie das Essen, das Spenden und die Belohnung. Denn Allah sagte sinngemäß, dann esst davon und gebt dem Bescheidenen und dem Fordernden Armen zu essen. So haben wir sie für euch dienstbar gemacht, auf dass ihr dankbar sein möget. Der Muslim, wenn er schlachtet, erwähnt er den Namen Allahs, des Erhabenen. Und dies ist von den größten Arten der Anbetung. Man lässt dieses Blut auf dem Wege Allahs fließen und kommt damit Allah näher, während man das Angesicht Allahs und das Jenseits beabsichtigt. Deshalb erwähnte Allah das, was eigentlich beabsichtigt ist, und zwar die Gottesfurcht und deren und dessen Verwirklichung, so wie er dies beim Fasten erwähnte. Denn Allah sagte im gleichen Vers sinngemäß, weder ihr Fleisch noch ihr Blut werden Allah erreichen, aber ihn erreicht die Gottesfurcht von euch. Das heißt, derjenige, der mit diesem Fleisch Allah näher kommt, dass derjenige nicht denken soll, dass er mit dem Fleisch selbst Allah näher kommt. Das ist nicht damit gemeint. Gemeint ist vielmehr die Aufrichtigkeit und die Gottesfurcht, während du Allahs Angesicht beabsichtigst und ihm damit näher kommen willst. Dies ist die Hochschätzung, die im Herzen ist, begleitet von der Erniedrigung und der Demut gegenüber Allah, während du Allah dafür dankst, dass er dich mit dem begünstigte und während du ihn als den Allgrößten lobpreist. Deshalb heißt es am Ende des Verses sinngemäß, damit ihr Allah als den Größten preist, dass er euch recht geleitet hat, und verkünde frohe Botschaft den Gutestuenden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Gutestuenden sein lassen. Dies war die Rede von Sheikh Arafat. Und ich möchte noch an dieser Stelle auf eine Angelegenheit aufmerksam machen. Und zwar über einen Hadith, der besagt, dass wenn der Hilal, der Neumond von Dhul-Hijjah gesehen wird, dass derjenige, der opfern möchte,
dass er nichts von seinen Haaren und nichts von seinen Nägeln und nichts von seiner Haut entfernen darf. Über diesen Hadith sagte Sheikh bin Baz, rahimahullah, dieser Hadith ist authentisch. Er ist überliefert in Sahih Muslim von Umm Salama, radiallahu ta'ala anha, dass sie sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Monat Dhul-Hijjah eintritt, dann darf derjenige, der opfern möchte, nichts von seinen Haaren und nichts von seinen Nägeln nehmen. Und in einer Überlieferung und nichts von seiner Haut. Das heißt, derjenige, der opfern möchte, sei das Mann oder Frau, derjenige, der das Opfertier kauft, darf nichts von seinen Haaren nehmen und nichts von seinen Nägeln und ebenfalls nichts von seiner Haut, bis er opfert. Und wie wir erwähnt haben, dieser Monat hat mit dem Sonnenuntergang von heute begonnen. Das heißt, derjenige, der opfern möchte, darf von jetzt an nichts mehr von seinen Haaren, Nägeln oder von seiner Haut entfernen. Und Allah bitten wir um seinen Vorzug. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.